Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung geht. Egal, ob Sie Neuling in der additiven Welt sind, also wenn Sie gerade erst begonnen haben, sich mit dem Thema 3D-Druck zu informieren, oder egal, ob Sie vielleicht schon erfahrene Anwender sind und schon einige Teile drucken und dort schon sehr geübt sind, oder wenn Sie 3D-Druck-Dienstleister sind und es ist Ihr tägliches Business, Teile zu drucken, oder ob Sie Hersteller sind und Teile herstellen für das Thema 3D-Druck, oder wenn Sie sogar Maschinen herstellen, also 3D-Drucker herstellen, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge hat einen ganz besonderen Titel, und zwar 3D-Druck scheitert nur am Mindset. Auf Deutsch gesagt, scheitert nur an der richtigen Einstellung oder Denkweise. Und ganz oft höre ich dann, ja, schon wieder etwas zum Thema Denkweise und schon wieder die Herangehensweise. Wir wollen doch etwas über Technik hören, über Werkstoffe, über Parameter, über Ideen, über Anwendungen, über Tipps und Tricks und all die Dinge. Aber ist denn das wirklich notwendig? Frage ich mich dann immer. Ich kann ja verstehen, dass genau der Punkt, und zwar Werkstoffe, Technik, Parameter, Ideen, Tricks, Anwendungen, dass es Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist meistens auch schon alles, denn aus der Vergangenheit weiß ich, es gibt drei Kategorien von Anwender oder drei Arten von Anwendern. So, die ersten, die Anwender, die die Dinge möglich machen, die mit 3D-Druck Veränderung möglich machen, die Teile in der Hand haben, die nachrechnen und schauen, wie viel Geld und Zeit haben wir eingespart, die glückliche Kunden haben und die mit Innovation vorangehen. Und dann gibt es so diese zweite Kategorie oder die zweite Art, die nur zuschauen und sich nicht trauen. Die sagen, ich würde ja oder ich sollte eigentlich oder vielleicht mache ich das morgen oder das gehen wir demnächst mal an oder so könnte es klappen. Und dann gibt es die dritte Art, und zwar die nur träumen und die warten, bis irgendwas irgendwann irgendwo mal möglich wird. Ja, in welche Kategorie fallen Sie? Aber egal, in welche Kategorie Sie fallen, eins ist sicher. Denn 3D-Druck ist ein tolles Hilfsmittel, um Probleme zu lösen, um Produkte schneller zu fertigen oder cleverer zu fertigen, Teile am nächsten Tag in der Hand zu halten, Geld einzusparen, genau jetzt, wenn es wieder darum geht, Geld einzusparen und innovativ zu sein, dem Kunden zu zeigen, hey, wir machen weiter. Vor allem in der jetzigen Situation versuchen wir, noch besser zu werden. Und genauso wie Sie 3D-Druck brauchen oder die additive Fertigung brauchen, so braucht auch Ihr Kunde Sie an Ihrer Seite mit dieser Technologie. Und weil Ihre Kunden auch Sie brauchen, brauchen Sie als Anwender oder Dienstleister auch jemand, der Ihnen hilft. Dafür einen Weg zu haben und aufzuzeigen, wie man in diesem ganzen Technologiedschungel auch wirklich Resultate erzielt, vorwärts kommt. Und damit das Ganze auch für Sie sichergestellt ist, damit Sie mit dieser Technologie für Ihre Kunden da sind, wenn Ihre Kunden auch Sie brauchen, sollten Sie sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Ihnen jetzt aufgezeigt, dass es um viel wichtigere Dinge geht, wie um Technik, Werkstoffe, Parameter, Ideen, Tricks, Anwendungen und so weiter. Dass andere Dinge wichtiger sind und dass es wichtigere Gründe gibt, jetzt endlich loszulegen, anstatt sich immer mit diesem Thema zu beschäftigen. Und egal, ob Sie jetzt 3D-Druck-Anwender sind oder 3D-Druck-Dienstleister, versuchen Sie mal, nicht über Technik zu reden, sondern eine Situation von Ihrem Kunden zu verstehen, dessen Herausforderungen zu verstehen,
dessen Probleme zu verstehen und dann Möglichkeiten aufzuzeigen, Lösungen aufzuzeigen, und dann können sie sich mit Wirkstoffen, Technologie, Technik, Parameter etc. beschäftigen. Denn es ist die Herangehensweise, die so wirklich wichtig ist. Und wenn man jetzt so diesen Schritt zurückwagt, warum besteht denn die Unsicherheit? Hat man den richtigen Wirkstoff? Hat man alles mit Bedacht bezogen auf Parameter, damit das Bauteil danach nicht bricht? Hat man sozusagen die Anwendung genau analysiert? Und genau deswegen, weil viele nicht mit 3D-Druck beginnen, egal ob es jetzt sie selbst sind und sie sich fragen, ja, ich höre jetzt den Podcast und ich will eigentlich mit 3D-Druck beginnen, aber ich habe noch so Unsicherheiten, oder ob sie 3D-Druck-Dienstleister sind und ihr Kunde hat noch diese Unsicherheit und geht mit ihnen vielleicht den Weg und sie reden nur über Technik und über Möglichkeiten, die in Zusammenhang mit Werkstoffen sind, und schlussendlich macht es ihr Kunde nicht. Zeigt ihnen ja auf, dass sie den Blick in die falsche Richtung haben. Man legt den Blick auf die falschen Dinge, denn dann kann es nur schief gehen. Ganz oft liegt es nämlich nicht an der Technik. Ganz oft liegt es nicht am Werkstoff, sondern an allem, was davor passiert. Wenn die Unsicherheit auf die Technik ist, dann ist es nur ein Symptom. Die wirkliche Ursache ist, davor hat man etwas nicht verstanden. Und das wollte ich Ihnen in dieser Podcast-Folge mitgeben. Es scheitert an der Denkweise. Viel zu oft und nicht am Wirkstoff oder an der Technologie, warum Ihr Kunde bestimmte Dinge nicht einsetzt oder dort nicht vorwärts kommt oder weil Sie nicht vorwärts kommen an der Stelle. Und da kann ich nur sagen, fangen Sie endlich damit an, legen Sie endlich los, weil Ihr Kunde es nicht verdient hat, damit er weiterhin leiden muss, weil Sie es nicht auf die Reihe bekommen, einen guten Plan zu haben, um endlich loszulegen. Ihre Kunden haben es nicht verdient, weiterhin auf 3D-Druck verzichten zu müssen, weil man die Unsicherheit hat, in eine falsche Technologie zu investieren oder den falschen Werkstoff einzusetzen oder weil man sich noch nicht tief genug beschäftigt hat, wie eine Technologie funktioniert. Ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine an der Stelle. Der Fokus ist auf das Falsche gerichtet. Denn 3D-Druck bringt immer nur dann etwas, wenn Sie auch ein Problem lösen, wenn danach ein besseres Resultat rauskommt, wenn der Output größer und besser ist als das, was Sie seither haben. Und wenn Sie dieses Jahr das ändern wollen, dann kommen Sie zu uns. Kommen Sie zu 3D-Industrie. Wir reden darüber, weil wenn Sie diesen Podcast bis jetzt hier hören, zeigt es ja schon auf, dass auch das auf Sie zutrifft, dass Sie sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und zu oft habe ich gehört, dass, egal ob jetzt jemand Anwender ist und einen 3D-Drucker hat oder Dienstleister ist und Teile für die Kunden druckt, dass es angenehmer ist, darüber nachzudenken, seinen Drucker zu verkaufen oder in die Ecke zu stellen oder mit etwas abzudecken, dass man ihn nicht mehr sieht, anstatt endlich anders zu denken und loszulegen und seinen Kunden zu helfen, damit der Drucker ordentlich was zum Arbeiten hat. Nochmal, für viele ist es angenehmer, mit einer ständigen Unsicherheit sich auseinanderzusetzen, welche Technologie man einsetzt, anstatt endlich mal die Sache in die Hand zu nehmen und Teile zu drucken oder sich ranzumachen, zu sagen, ich treffe jetzt endlich eine Entscheidung. Die Entscheidung ist das Unangenehme dabei. Denn man beschäftigt sich mit anderen Dingen. Also, das war jetzt wirklich sehr direkt gesprochen. Ich mache das über diesen Podcast, weil ich möchte, dass Ihre Kunden nicht mehr darunter leiden, weil man es nicht schafft, dort vorwärts zu gehen. Weil ich einen tieferen Sinn darin sehe, mit 3D-Druck loszulegen. Und es so viele Möglichkeiten gibt, die nur darauf warten. Und wenn man noch eine Stufe tiefer geht, weil so viele Probleme doch draußen entstehen, die man mit diesem Werkzeug, und zwar 3D-Druck, so schnell und einfach lösen kann,
Das können Sie sich vielleicht auch gar nicht vorstellen aktuell. Wenn Sie dort Hilfe benötigen und Sie sich jetzt wiedererkannt haben, genau in den Worten, die ich jetzt gesagt habe, und das auch auf Sie zutrifft, dann sprechen Sie mit uns. Und wenn Sie sagen, es ist gut, was Sie hier sagen, Herr Lutz, aber mich hält da noch was zurück, mit Ihnen zusammenzuarbeiten oder mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann kommen Sie auch genau deswegen auf uns zu. Weil wir genau das, was Sie zurückhält aktuell, auch aus Ihnen herausarbeiten können, damit Sie endlich loslegen. Denn danach kann es nur besser werden. Es kann nur noch schöner werden danach, wenn Sie dort loslegen. Genau jetzt ist die Zeit dafür, damit loszulegen. Also, wenn Sie sich jetzt wiedererkannt haben, dann sind wir gerne für ein kostenfreies Erstgespräch für Sie da. Gehen Sie auf unsere Webseite, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Jemand aus unserem Team bei 3D Industrie wird Sie anrufen und wir hören Ihnen genau zu. Wir wollen auch Ihre Situation verstehen und wir lehnen auch Kunden ab, wo wir genau wissen, dort können wir nicht helfen. Und dort wissen wir auch nicht, wie wir helfen können. Aber wir finden es erstmal gemeinsam heraus. Und wenn Sie dann sagen, das macht Sinn, dass wir dort den nächsten Schritt gehen, dann gebe ich Ihnen gerne einen Plan mit, wo ich Ihnen ganz einfach aufzeige, was Ihre nächsten Schritte sind. Und wenn Sie sich jetzt angegriffen gefühlt haben von dieser Podcast-Folge, weil ich vielleicht den ein oder anderen Schmerz getroffen habe oder Nerv getroffen habe, dann ist es nicht schlimm. Das zeigt nur auf, dass Sie vielleicht an der Stelle noch etwas haben, womit man arbeiten kann, woran Sie arbeiten müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder auf unserer Webseite sich melden und wir schlussendlich gemeinsam den Weg gehen für 2021 an der Stelle. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge.